Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ja, im letzten Part haben wir uns hier das Antivirus geholt und müssen jetzt eigentlich nur noch zurück zur Sherry. Ich habe es schon befürchtet. Dieses Vieh wird von Mal zu Mal hässlich. Das endet jetzt. Was ist dieses Ding? Es war mal mein Mann. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Warum diskutieren die eigentlich, wenn die wissen, dieses Vieh ist noch eventuell am Leben? Ich mach das. Ja. Ja, natürlich. Einmal kurz noch was zu sagen. Und zwar ist natürlich schlauer, wenn die Mutter zu ihrer Tochter geht. Erstmal wegen der emotionalen Bindung und zweitens, sie ist Ärztin bzw. Wissenschaftlerin. Sie kennt sich da natürlich ein bisschen mehr aus. Nein! Lass mich in Ruhe! Oh Gott! Ah, voll aufs Auge! Ekliges Vieh! Riss das! Ich hoffe, wir haben auch genug Munition für dieses Vieh. Nämlich keine Ahnung. Oh! Habt ihr gesehen, wie dieses Vieh ausgewichen ist? Daneben! Friss das! Jawohl, der hat getroffen! Oh Gott, lass mich in Ruhe! Oha! Krank! Habt ihr gesehen?
Das zieht gleich zwei Dinge ab. Benutzen. Oh Gott. Es wirft wieder. Boah, warum zum Teufel? Dankeschön. Mein Gott. Er wechselt immer automatisch die Waffe und... alles klar. Ich hätte trotzdem gern ein bisschen Heilung. Oh Gott. Da ist eine Heilung. Fortsetzen. Ich hau als erstes meine ganzen Säure. Ey, das ist nicht wahr, ne? Du dreckiges Vieh. Ja, jetzt schieße ich auch noch daneben. Das ist... Na komm, töte mich. Ich sagte, du sollst mich töten. Jetzt töte mich doch. Dankeschön. Weil so viel Munition habe ich auch nicht mehr und dieses Vieh frisst einiges. Und ich habe auch kaum noch Heilung und ich darf keine Heilung verschwenden. Das ist. Ja, schon wieder. Aber diesmal hat es nicht so viel abgezogen. Warum auch immer. Kannst du bitte laufen? Jetzt triggert mich das gerade wirklich ein bisschen. Lauf. Dass sie auch immer so langsam ist, ne? Und ich höre was. Ein Auge hat er auf dem Rücken, sehe ich gerade. Wir müssen nämlich die Augen treffen. Toll. Wie soll ich das denn schaffen? Und jetzt lauf! Oh, Leute. Wofür heile ich dich eigentlich? Ach.
super. Ja, das bringt mir eh wenig. Hochleistungsmunition brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Kombinieren. Und jetzt lauf, 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 lauf. Ich treff nicht. Mein Gott. Ich glaube, die helfen nicht so viel. Bin irgendwie durchgelaufen, ich habe keine Ahnung. Mir ist es auch egal. Vielleicht sollte ich die MP... Vielleicht sollte ich wirklich mal die MP nehmen. Die ist auf 1. Wo ist er? Da ist er. Aber ich muss halt die Augen treffen, ne? Bro! Ey, das ist nicht wahr, ne? Also, der triggert mich gerade wirklich ohne Ende. Die Steuerung triggert mich, sagen wir mal so. Das juckt den gar nicht. Eine Heilung habe ich, glaube ich, noch. Oder? Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich sag, geh auf 2. Ja, danke schön. Warum war das jetzt so schwer? Ich muss trotzdem laufen. Was macht er denn jetzt? Okay, Bro. Ich kann halt immer schlecht mit ihr ausweichen. Oder vielleicht muss ich ihn diese Dinger hier kaputt machen lassen, ich weiß es nicht. Das war's. Diese Steuerung, die ist so ekelhaft. Ich kann wirklich nur Millimeter ausweichen, also. Ja, komm. Und raus hier, raus, raus da. Komm, lauf. Dass sie auch immer so langsam ist, ne, das ist...
Ich kann wirklich immer nur knapp ausweichen. Und warum wechselst du schon wieder? Ja, Digga, das war's. Er wechselt immer automatisch die Munition. Jedes blöde Mal. Und jetzt lauf, 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 lauf. Ja, Digga. Schaffe ich es in diesem Part nicht, werde ich es auf jeden Fall offscreen machen. Das ist mir dann auch egal. Warte, ich mach. Warum mache ich das nicht einfacher? Ich habe doch hier keine Munition mehr, ne? Ich kann es nicht wegwerfen. Ich kann es nicht wegwerfen. Ich wollte es eigentlich wegwerfen, aber kann ich nicht. Aber ich habe eine andere Idee. Ich werde jetzt nur diese Waffe hier haben. Das heißt, nicht ausrüsten. War doch richtig, oder? Ausrüsten. Jetzt sollte ich eigentlich nur eine Waffe haben. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ja. Wenn ich sage, Schnellzugriff. Aber wie lösche ich diese... Ich kann sie halt nicht löschen, ne? Nicht ausrüsten. Wartet mal. Ach, ich hasse es. Ausrüsten. Nein, den will ich nicht ausrüsten. Danke schön dafür. Die will ich ausrüsten. Gibt es irgendwo Heilung? Können wir ja vielleicht mal schauen. Das ist Hochleistungsmunition, das brauchen wir nicht. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Ich weiß aber, ich habe auf der anderen Seite irgendwas gesehen. Ja, toll. Was soll ich damit? Eine Handgranate. So, kombinieren. Ich werde es noch einmal versuchen, ansonsten mache ich es offscreen, weil darauf habe ich keinen Nerv gerade. Das triggert mich gerade so unnormal. Fortsetzen. Selbst das Spiel sagt, Digga, du bist so schlecht, du musst so sagen. Okay, ja. Wenigstens das ist schön. Das ist wenigstens etwas mal positiv, dass sie sagen, Digga, du bist so oft gestorben. Dankeschön. Stimmt, das können wir überspringen. Digga, das juckt den gar nicht. Ja! Das müsste das Heilungsspray sein, ne? Ja. Jetzt rüstet er wieder automatisch. Ja. Vielleicht liegt es auch an meiner Maus, ich weiß es nicht. Ja, komm her.
Und natürlich ziele ich daneben. Das ist... Kommen jetzt seine Augen in der Mitte? Ne, wir müssen ihn von hinten angreifen. Jetzt darfst du laufen. Warum ist sie so blöd und wählt wie diese scheiß Dings aus? Ganz ehrlich, regt einen das nur auf, gerade. Ich war lange nicht mehr so lange getriggert. Ja, seht ihr. Habt ihr gesehen? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Genau, wir müssen dich nämlich hinten treffen. Genau da! Sterben bestimmt selbst auf der kleinsten Schwierigkeitsstufe. Das ist so demütigend. Darfst gerne nachladen. Was macht er da jetzt? Ah, da waren wir schon, okay. Jetzt haben wir hier eine Blendgranate. Die kann ich doch eigentlich auch irgendwie schmeißen, ne? Ich weiß aber nicht wie. Was habe ich hier? Hochleistungsmunition, das kriegt. Was haben wir hier? Jetzt geht's! Ja, moin. Ist er tot? Nimm doch mal das ganze Magazin hier. Ich sammle noch mal hier die restlichen Sachen ein. Ey, das hat mich gerade wirklich getriggert. Kann aber auch wirklich sein, dass es an meiner Maus liegt. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich halt so rumgehe, also mit meiner Maus, ich muss ja hier mit meiner Maus so ein bisschen rumgehen. Naja, egal. Hauptsache, wir haben dieses Vieh down. Hier schon wieder, habt ihr gesehen? Das heißt, der Robin muss sich nächste Woche mal eine neue Maus kaufen. Der Torti. Oh, Leute. Kombinieren. So, die brauchen wir vielleicht noch. Oh, hier ist noch voll viel. Kombinieren. 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 Jetzt würde ich nämlich gerne mal 2, 3... Den würde ich jetzt gerne nämlich mal aufladen. Dankeschön. So, hier haben wir alles. Ich habe da noch eine Granate gesehen. Ich weiß ja nicht, ob wir noch Zombies oder so begegnen. Wechsel nochmal die Dings. Kannst du ja eh immer machen.
davon Munition. Das, da ist immer noch Munition. Oh. Das war hier, ne? Hochleistungsmunition können wir nicht gebrauchen. Beziehungsweise das kriegen wir halt nicht. Und ich habe sogar noch eine Heilung über, ne? Ja, lol. Das war auf jeden Fall der triggerreichste Part in dem Projekt. Das kann ich euch sagen. Aber wo geht's denn jetzt raus? Geradeaus und dann soll da wohl ein Aufzug. Ah, da vorne. Hoffentlich geht es Sherry gut. Ekelhaft. Muss zurück zu Sherry. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt unser Armband eigentlich nicht dabei hätten? Dann wären wir, kämen wir hier nicht rein, ne? Mal schauen. Bioreaktorraum. Jetzt muss ich erstmal kurz schauen, wo ich hier bin. Ich bin hier. Genau, wir müssen nämlich hier hin. Dass das alles auch noch in Betrieb ist, ne? Also. Ja, natürlich kommen wir dann noch nicht rein. So, gehen wir zurück erstmal in die North Area und gucken, wie es unser Sherry geht. War sie nicht hier? Doch. Hat's gewirkt? Ja. Hey. Ich wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Ja. Harry. Wie geht's dir? Okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Wurde sie infiziert? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Gott sei Dank. Also wird Sherry gut gehen? Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Hörst du das? Innere Blutung, ne? Sie wurde angegriffen von... Sorg! Sorg dich nicht um mich. Bring meine Tochter in Sicherheit. Tut mir leid, Sherry. Das alles... Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst. Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4-Virus erkannt. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode. Falls das G-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Halte meine Tochter. Nein! Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mom Lebewohl sagen. Komm, bitte sag ihr. Bitte, Sherry.
Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Du hast recht mit der Jacke. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu, wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. Sherry, kannst du schneller laufen? Wartet mal kurz. Ich will dich nicht hetzen, aber wir müssen los. Ah, okay. Dann würde ich jetzt nämlich mal ein bisschen was ablegen. Nämlich das Ding hier. Oh, MP-Muni. Das Messer legen wir auch mal ab. Wir haben ja zwei Blendgranaten und hier noch so ein Ding, ne? Von daher sollte das passen. Und Munition haben wir auch einiges. Schön. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part auf der Flucht von Resident Evil 2 wieder. Bis dann.